Einen wunderschönen. Da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Angezockt. The Möbius Machine wollen wir jetzt anzocken. Einstellungen. Musik erstmal ein bisschen runter machen. Sprache Englisch, Französisch, Italienisch, Deutsch. Aber bei Standard müsste ja auch schon Deutsch sein. Aber wir stellen sicherheitshalber mal Deutsch ein. So. Trophäenmitwirkende. Ah, man kann die Trophäen sogar sehen. Okay. Standard. Speicher den Fortschritt an Speicherpunkten oder ein verlassenes Spiel. Wenn du stirbst, behältst du Gegenstände deiner Erkundung. Okay. Dein Fortschritt wird nur an Speicherpunkten gespeichert. Wenn du stirbst, verlierst du sämtlichen Fortschritt. Nö, wir nehmen Standard. Wir nehmen mal Standard. Wir wollen unser Zeug behalten, aber sterben. Glück. Das war jetzt knapp. Kann man hier irgendwie hoch? Nee, noch nicht. Shit. Oh.
schießen. Ne? Ich hätte gar nicht ausweichen können, so wie es aussieht. Ja.
Steuerung ist gar nicht mal so schlecht. Also gehen wir oben lang. Oh, shit. Schon mal gut, dass ich keinen Fallschaden kriege. Scheiße. Also für die, die Theater mögen, die können ja natürlich einstellen, dass man sein Zeug neu suchen muss und alles verliert. Na scheiße. Thank you.
nicht genügend Mut. Altmetall, Mist. Oh, ist doch nicht dein Ernst jetzt, oder?
Immer noch nicht genug. Hier war ich ja. Scheibenkleister. Nicht zu holen, Scheiße, ey. Oberste sperrt und diese Schlösser verhindern Zugang für Kontrollraum dieses Stockwerks aus deaktiviert werden. Wie ein großer Irrgarten, Alter.
Aber hier ist nix. Scheiße.
brauche ich meine Energie nicht verschwenden. Scheint auch hier noch nicht ewig noch nicht zu Ende zu sein. Oh, jetzt komme ich wohl nicht weiter, oder was? Das ist ja ein riesen Irrgarten hier alle, ey. Scheiße. Aber gar nicht mal so schlecht. Gar nicht mal so schlecht. Ist jetzt kein AAA, also, aber trotzdem. Auch die kleinen Spiele können sehr Spaß machen. Aber dann würde ich jetzt hier bei 40 Minuten jetzt auch aufhören. Ist ein schönes Spiel, interessantes Spiel, macht Spaß. Die Steuerung finde ich sehr gut, die ist sehr präzise und direkt. Außer wenn ich jetzt mal blöde wieder drücke. Bloß bei dem Hochspringen und Schießen und dann halt da gleichzeitig lenken, weil das ist alles hier linker Analogstick. Hochspringen. Und dann muss man halt Analogstick halten. Ah. Und das macht sich halt, wenn du mit links steuerst, halt echt blöde, dann halt noch gleichzeitig einen X-Knopf zu drücken. Oh. Bei manchen Situationen. Da dann am besten mit rechts und dann halt so aussortieren und dann halt. So, aber nichtsdestotrotz mache ich jetzt hier einen Cut. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen, wenn ihr noch Fragen habt, in die Kommentare posten. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ahoi. Sagt euer Odin.